sagen, würdest du mich freuen? Würdest du mich wagen, mich von abgeben wollen? Würdest du mich begleiten, mein Team, okay. Tust du das schon? Yeah. Kenn kein Gefühl, das dich jemals vergisst. Da ist nichts, was nicht dein Name ist. Und all meine großen Tage haben dich alle vermisst. Ich wünschte, du könntest es sehen, eine Sekunde hier neben mir stehen und mich begleiten, versuchst zu beschreiben, noch es geht nicht. Und ich wünschte, du könntest das sehen, eine Sekunde hier neben mir stehen und durch deine Augen könnte ich es auch glauben und ich etwas verstehen. Vorstellen. Jemand, der mal im Team Stefanie war und deswegen freue ich mich so. Dankeschön, dass ihr euch umgedreht habt. Oh mein Gott, dankeschön. Hallo. Es waren so 2 Sekunden und es ist dein eigenes Lied und es ist so schön, dass du wieder gekommen bist. Ich gebe den anderen mal kurz die Chance, dich kennenzulernen. Also erzähl mal, wer du bist. Ich bin Dimi Rompos, bin 30 Jahre alt und komme aus Aschaffenburg. Also... Also Stefanie hat gleich gedrückt, ich hatte gar keine Chance. Ich dachte, okay, okay. Und dann dachte ich aber, okay, gut, super, super, super. Und dann habe ich sofort gemerkt natürlich, dass sie dich kennt und wie emotional du da jetzt wurdest. Ne? Du hast mich total begeistert und das passiert wirklich nicht oft bei Deutsch. Das war so ausdrucksstark auch, also wirklich großartig. Ganz toll. Danke. Und habe ich das richtig verstanden, das war dein eigener Song, oder was ja. du gesungen hast? Wow. Ich habe ja schon mal bei The Voice mitgemacht. Also ich habe eigentlich schon, das ist mein drittes Mal hier. Und alle, die ins Achtelfinale ziehen, durften einen Song rausbringen. Und ich durfte damals diesen Song schreiben und durfte ihn heute singen zum ersten Mal. Wow. bei The Voice. Geil. Voll schön. Ist geil, weil man das irgendwie gespürt hat, dass das ein Original ist. Das ist mein eigener Song, ja. Das ist einfach dieses Lied, dass das so gematcht hat, auch mit dir. Es hat mich damals so unglaublich berührt. Und ich habe noch verfolgt, was du gemacht hast, dass du eben auch an der Musik dran geblieben bist. Das ist einfach dein Ding. Auch überhaupt dieses All-Star-Ding. Ich muss nur wirklich meinen Hut ziehen, dass du noch mal hier angetreten bist, dass du noch mal gekommen bist. Das, da braucht man Mumm, ey. Da muss man echt Arsch in der Hose haben. Geht sie auf jeden Fall zu Stefanie? Oder ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es wird spontan. Ich finde, genau diese soulige Art, Deutsch zu singen, steht dir unfassbar gut. Und es gibt ganz, ganz wenige in Deutschland, die das mit Bravour machen. Und ich finde, du könntest eine weitere sein. Okay. Bei Steff warst du ja schon mal im Team. Natürlich ist Yvonne jetzt dabei. Richtig. Na, die Schöne und das Cutterfeld, wie ich es nenne. Und wenn es irgendwas gibt, was ich tun kann, damit du... in mein Team kommst, dann sag mir Bescheid oder komm einfach in mein Team. Würde mich sehr freuen. Ich kann nur sagen, Yvonne ist eine ganz, ganz tolle Braut, sonst würde ich das hier nicht mit ihr machen. Die kann dir so viel auch an ihrer Erfahrung mitgeben. Wenn wir da sind, sind wir auch richtig da und zu 100%. Und du hast jetzt hier 2 Wege
die dich wieder hier in diese Sendung führen. Und das total zu Recht. Ich freue mich so, dass du da bist. Das ist der Knaller, schön. Ich freue mich auch. Bist du jetzt so weit, deine Entscheidung treffen zu können? Ja. Ich gehe mit Stefanie und Yvonne. Oh, du bist auf jeden Fall eine Bereicherung. Demi, ein großer Applaus! Herzlich willkommen im Team Yvonne und Snow! Dankeschön!